Ihr habt mir ein Video geschickt, wo Alex Pereira mit zwei verschiedenen Profiboxern ein richtig geiles Sparring macht. Das möchte ich gemeinsam mit euch mal anschauen und analysieren, was da passiert ist. Bevor wir jetzt aber damit losgehen, gibt's erstmal eine ganz kurze Werbung. Am Sonntag, den 23.07. ab 20 Uhr geht unsere brandneue und streng limitierte Streetwear-Kollektion auf rglf.com online. Die geilste Kombination aus Kampfsport und Fashion, die ihr je gesehen habt. Also die beiden haben wohl 6 Runden miteinander Boxsparring gemacht. Der Boxer hier, das ist Khalil Coe heißt der, ja. Ich habe ihn kurz mal nachgeschlagen, ich habe mich ein bisschen informiert. Der steht zu 6:0 aktuell als Profiboxer. Mit einem Unentschieden. Ja, was man direkt sehen kann auf jeden Fall, Alex Pereira ohne Kopfschutz, ohne Tiefschutz, irgendwas. Und der andere im kompletten Equipment. Typischer Kampfstil von Alex Pereira mit seiner offenen Kampfstellung, ne? Schoi! Zwei schöne harte Körpertreffer. Schönes Movement jetzt hier von dem Boxer. Also was man direkt erkennen kann, ist der Unterschied zwischen Boxen als Boxer und Boxen als MMA-Fighter bzw. Kickboxer vielleicht. Eigentlich im Grunde genommen ist es ja alles Kampfsport und man trainiert auch beim Kickboxen, man trainiert auch beim MMA natürlich auch einzelne Boxeinheiten, aber dennoch, das ist komplett anders. Man steht anders, man bewegt sich anders, man muss auf verschiedene Sachen mehr achten oder weniger achten als in den anderen Sportarten und im Grunde genommen ist es trotzdem ein komplett anderer Sport. Ui, aber die Hände von Pereira, die knallen schon richtig gut, ne? Schöne Defensivarbeit, schönes Movement aber hier von dem Boxer. Ich würde mir nur ein bisschen wünschen, dass er auch ein bisschen selber mehr zurückhaut. Schön rausgekontert von ihm. Kurz rausgemieden und dann einen Konter reingehauen. Er fühlt sich sehr, sehr wohl an den Ringseilen. Schön abgetaucht. Er hat die hohe Doppeldeckung. Hat ein gutes Auge, so wie das ausschaut. Ist schön in der Lage, die Schläge von Alex Pereira kommen zu sehen und dann reinzukontern oder sich zu verteidigen. Aber der frisst gerade die Jabs ganz gut, ja. Ich glaube, die sind aber nicht in derselben Gewicht. Boah, die Rechte hat fast den Schädel von dem Boxer weggeknallt. Ich weiß gerade gar nicht, ob die in derselben Gewichtsklasse sind. Ich glaube nicht. Boah, Junge, da knallt er gerade aber richtig rein, ja? Ich glaube, Alex Pereira hätte auch durchaus Erfolg als Boxer. Er ist ein sehr... Wie soll ich sagen? Er ist ein sehr athletischer Typ, ne? Er hat einen sehr guten Körperbau. Er ist wirklich lang und drahtig. Hat dadurch gutes Tempo, gute Ausdauer und er hat, wie wir alle wissen, richtig, richtig Power. Schön. Der ist so vom Aufbau her, so zum Beispiel wie damals Tommy Hearn. Ja, Tommy Hearns zum Beispiel. Oder mit wem kann man ihn noch vergleichen? Ja, vielleicht so ein bisschen mit Deontay Wilder, wobei... Ja doch, mit Deontay Wilder, so eine Version von Deontay Wilder könnte er sein. Ja, nur, dass Deontay Wilder die rechte Knalle hat und er hat so eine linke Knalle, ja. Aber auch wieder so ein großer, drahtiger Typ, der echt explosiv reinkommen kann und verdammt gefährlich ist. Und er hat auch echt ein verdammt gutes Kinn, muss man ja auch wieder sagen, ja. Der linke Haken, Junge, der versucht dem Gegner, der jetzt hier gerade den Kopf wegzubrettern damit, ne. Das Ding ist, von dem Boxer kommt gerade viel zu wenig. Ja? Er muss ein bisschen mehr mitmachen, dass Alex Pereira da auch etwas vorsichtiger sein muss. Für den ist es jetzt hier gerade ein bisschen mehr wie Sandsackarbeit. Und ihr seht, Alex Pereira hat echt einen guten Jab, Mann. Der kommt so unten aus der Hüfte unter der Brust herausgeschossen. Schwer zu sehen und kommt richtig gut. Boah.
Und man sieht, wie Selbstbewusstsein besonders, wie selbstbewusst Pereira besonders ist. Er steht mit den Händen unten, unter der Brust, unmittelbar in der Schlagdistanz von dem gegnerischen Boxer und wippt hier nur ein bisschen mit dem Kopf und verlässt sich darauf, dass er wirklich das alles rechtzeitig sehen kann und dann ausweichen und dann kontern kann. Ja, und das funktioniert auch verdammt gut. Das Ding ist, er ist es gewohnt, mit 4-Unzen-Handschuhen geschlagen zu werden, auch jetzt mittlerweile, ne? Und jetzt hier haben die, ich nehme mal an, 16 oder 18 Unzen-Handschuhe an, da wird es ihm nicht so viel ausmachen, damit getroffen zu werden. Schön. Schön. Wäre natürlich interessant zu sehen, wie Alex Pereira sich in dem Boxsparring jetzt mit einem wirklich guten Boxer anstellt. Jetzt kein Disrespect an den Typen, aber ich meine, oh, schöner linker Haken. Der steht halt nun mal jetzt einfach nur 6-0. Und als Amateur hat er auch, so wie ich das gesehen habe, irgendwas nur irgendwie 30 Kämpfe bestritten. Boah, der knockt ihn jetzt hier gerade fast aus, Mann. Schau mal, der andere umklammert ihn, hält sich gerade richtig fest, der kassiert richtige Schläge. Wäre natürlich interessant zu sehen, wie Alex Pereira sich mit einem Boxer schlägt, der auf so rein sportlich auf seinem Niveau ist, ja. Oh, warte mal, jetzt hat er nach 4 Runden hat er einen anderen Boxer vor sich. Ja, so, die haben jetzt gewechselt. Ich glaube, der Junge, der stand die ganze Zeit hier, glaube ich, als Zuschauer. Warte mal, lass mich mal ganz kurz zurückspulen. Ist es der? Nee, das ist ja nicht, glaube ich. Nee, das ist keiner von den beiden, das ist ein anderer. Ja, aber der kämpft zum Beispiel mit viel, viel mehr Eier. Schau mal, der ist jetzt derjenige, der den Druck auf Pereira bringt, ne? Der hat richtig Bock, der Junge. Boah, stark! Der Junge ist stark, Mann. Wer ist das? Ja, natürlich hat Pereira jetzt hier selber schon 4 Runden geboxt und der andere Junge kommt jetzt höchstwahrscheinlich hier frisch rein. Aber dennoch, so rein von dem Stil, wie er hier boxt, sieht gut aus. Fragt sich nur, wenn er jetzt mal 2, 3 richtig harte Hände von Pereira nimmt, ob er dann genauso mit Eier da reingeht oder vorsichtiger wird. Schön. Ui. Ja, jetzt wird er ein bisschen schlampiger, der Junge, der da reingekommen ist. Vorhin war er ein bisschen technischer, ein bisschen sauberer, da hat es besser funktioniert. Jetzt ist er etwas schlampiger und versucht das Ganze ein bisschen mit auf Krampf, mit Kraft zu regeln. Ja, man sieht einfach auch, dass die Leute die Deckung immer konstant oben halten bei Pereira. Ich glaube wirklich, wenn du 1, 2 Hände von dem mal gespürt hast, dann merkst du, okay, bei dem Typen darfst du die Deckung einfach nicht fallen lassen, weil sonst ist ganz schnell dunkel. Und deswegen halten alle auf Krampf auch wirklich die Doppeldeckung extrem hoch. Boah, ich bekomme gerade selber wieder Bock auf Boxsparring, wenn ich das gerade sehe. Warte, jetzt wackeln seine Beine, glaube ich. Hat er gewackelt? Das war schon echt eine gute Stelle, die er kassiert hat. Schaut mal. Er kommt rein und kassiert einen konterlinken Haken. Boom. Boah. Die hat ordentlich gekracht. Alex Pereira hält sich aber auch schon ganz gut zurück, glaube ich, mit seiner Schlagkraft bei diesen Jungs, ja.
würde ich jetzt behaupten. So rein äußerlich, wenn ich das jetzt hier sehe, denke ich schon, dass er hier auch ein bisschen zurückhaltender gemacht hat. Ja, weil er ist nun mal der Größere, der Kräftigere von denen und ja, ist da ein bisschen easy gegangen. Ey, aber wie gesagt, wäre echt interessant mal zu sehen, einen auf Augenhöhe, so rein sportlich gesehen, auf Augenhöhe von Pereira als Boxer da reinzustellen und zu schauen, wie er sich dann mit ihm schlagen würde. Und da behaupte ich halt, da wäre er absolut chancenlos, weil der Typ ihn komplett wegmachen würde. Aber nichtsdestotrotz war echt interessant zu sehen, mal was Pereira so rein boxerisch drauf hat. Sah gut aus, ein bisschen unorthodox natürlich, weil er nicht direkt aus diesem Sport kommt, aber dennoch sehr interessant. Ich bin auch ehrlich gespannt jetzt demnächst auf seinen nächsten Fight bei der UFC. Er kämpft jetzt gegen Blachowicz demnächst, wenn ich mich nicht täusche. Naja, jedenfalls, das war's mit dem Video, Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst nicht, 23.07. ab 20 Uhr, rglf.com, unser neuer Drop. Schlagt zu, wenn ihr was haben möchtet und wir sehen uns schon im nächsten Video. Ja, hier oben seht ihr das auch schon und ja, Mann, das war's. Haut rein, ciao, ciao.